Moin Leute, also Flora und Jana sind noch unterwegs. Wir wollen ja heute hier einen Ansitz machen an der Aller. Ich bin jetzt schon da und das Wetter, ja, das ist etwas bescheiden, aber naja, wir brauchen ja Regen. Also, ich habe auf jeden Fall mein Zelt am Start schon mal und Flora und Jana haben auch eins und das ist das Erste, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall erstmal schnell das Zelt aufbauen und warten, dass Flora und Jana kommen. Eigentlich wollte ich vorher schon ein paar Würfe auf Hecht machen. Mal gucken. Also wenn der Regen nachlässt, ja, dann auf jeden Fall. Aber ja. Also ich melde mich, wenn was abgeht. Das Wichtigste steht schon mal, das Zelt. Ich bin im Trockenen. Ja, ich werde jetzt trotzdem erstmal eine Spinnrute aufbauen und erstmal ein paar Würfe machen. Vielleicht steht ja irgendwo ein Hecht. Dann mal gucken, wir wollten heute halt da nicht schwerpunktmäßig fiedern und es ist leider super windig und jeder, der ab und zu fiedert, weiß ja, Fiedern und Wind ist ziemlich stressig. Aber ab 12 Uhr soll es ein bisschen aufhören. Also hoffentlich wird es dann ein bisschen besser von den Bedingungen. Und ich halte auf jeden Fall weiter an dem Plan fest, dass wir hier heute ein bisschen fiedern und eventuell einen Köderfisch rauswerfen. Und mal gucken, was abgeht heute. So, Leute, Flora und Jana sind auch da. Da sind sie. Moin. Aber die haben noch kein Zelt aufgebaut. Ich habe jetzt hier Rute fertig gemacht und ich fange ganz klassisch erstmal mit dem dicken Spinner an, Vierer Maps. Und ich fange jetzt erstmal den Hecht, der hier steht. Also eigentlich klappt es immer, dass ich dann maßigen Hecht. Nein. Nein, meistens nur einen Meter oder so. Nee, aber sofort. Kennt ja jeder vom Anditz ein paar Würfe auf Hecht. Muss sein. Also vielleicht geht was ab. Auf jeden Fall die beste Speiseschnecke, die ich seit langem gegessen habe. Das ist so richtig geil mit der Zuckerguss, ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Richtig geile knusprige Streusel und unten so ein richtig fluffiger Hefeteig. Genau so muss es sein. Also an alle Bäcker, macht genau so eure Speiseschnecken, dann kaufe ich die sofort. Wow. Geil. So, also wir haben langsam aufgebaut. Flore füttert gerade an. Ich habe auch schon ein bisschen angefüttert. Und vielleicht möchte Jani noch was sagen. Oh, Jani hat gerade voll gegähnt und ist müde. Guckt mal die kleine Schlummerhöhle, die beiden hier haben. Ja. Ich will gleich Spinnenfischen gehen. Genau, Jani geht Spinnenfischen. Und wir machen weiter. Auf Klodeckel angeln. Also, ich habe jetzt schon zwei Körbe angefüttert und werde jetzt gleich einen Haken mit reinhauen und mal gucken, ob dann schon mal was beißt. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Eine Aller ist eigentlich gut Weißfisch am Start. So, Ilian hat jetzt Maden dran. Angefüttert und jetzt kommt der erste ausgeworfene. Dann sollte das klappen. Schon ein bisschen gemütlich auch. Irgendwie. Schon ein bisschen windig und ein bisschen gemütlich. So, und Flora, probiert's mit Wurm. Oh, ich hab ein Biss. Tatsächlich. Ich hatte aber direkt ein Biss. Ja. Oh doch, hängt doch. Wirklich? Ja. Nice. Aber nicht jedes. Erster Fisch des Tages. Erster Fisch nach einer Minute. Oh geil, perfekter Köder. Fisch. Oh. Das Auge. Ja, das ging doch schnell. Weil ich gedacht habe, weil da haben wir damals Brassen gefangen. Okay. Ich habe einfach mal komplett rüber gepfeffert. Ist dran? Ja. Nice! Ja, das ist ja cool. Auch hier so an die Kante. Aber schwimmt irgendwie komplett nicht. Ja, nee, kaum. Hat auch nicht, aber auch nicht dran. Aber immer schon mal ein bisschen größer als die anderen. Ja, das stimmt.
Nicht? Ah. Man kommt hier zu nichts. Dann will man mal kurz was essen. Dann hat schon wieder einer einen Biss. Plötzke? Ja, ein bisschen größer, glaube ich, als die davor. Ja. Na, Flore, schmeckt's? Mhm. Mhm. Lecker. Lecker Schmecker mit viel Soße und Ketchup. Ganz viel Soße. Ja, also das Wetter ist heute nicht so toll. Kommen immer mal wieder so. Nicht so toll. Hier wieder mein Zelt. Spinner. Ja, also das Wetter ist nicht so toll. Kommt immer mal wieder so krasse Regenschauer. Und Wind. Aber aus forstlicher Sicht ist das sehr schönes Wetter. Also, aus forstlicher Sicht, warum? Ja, wegen dem Regen. Ach so, ja, klar. Ja, das, was uns noch verbleibt, die Buche, die stresst ganz schön bei dem Wetter. Mit der Trocken. Also die anderen natürlich auch, ne, aber. Selbst die ist am Struggeln. Ja. Trockenstress. Aber Wind ist natürlich gefährlich. Ja, schauen wir mal. Ich gehe jetzt auf die Arena hier. Ja, aber an sich ist trotzdem hier an der Aller immer schön. Mal mitten in der Natur. Da hinten laufen die Störche rum oder was sind das? Ja. Ja, Fisch ist ja eigentlich auch ganz gut drin. So ködert man den Arena gut an. Oh yeah. Das ist meine Erfahrung. Oh yeah. Offenbar, dass wir mal was Größeres fangen. Also wenn man mit Made hier anködert, dann kann man hier massenweise Rotfedern und so ein Zeug fangen. Ja. Aber wir haben es ja auch mal auf etwas Größeres abgesehen. Vielleicht auch mal eine große Brasse oder so, weil hier gibt es richtig dicke Klodeckel. Wir haben ja schon mal richtig fette gefangen. Über 60 cm Länge. Schon ordentlich. Boah. Wir haben heute mal unser Zelt mitgebracht. Ja, das sitzt ja schon ganz alleine. Ich hab schon drei Jacken an, weil mir einfach so kalt ist. Willst du nicht noch ein bisschen Spinnfischen? Ja, ich muss erstmal ein bisschen klarkommen. Ich muss erstmal alles aufessen. Ja, dann musst du erstmal essen. Ja. Hat ihr ihre Spinnroute mit? Mhm. Ja. Julian hat sein eigenes Zelt. Ganz allein. Ganz allein. Blub. Ja, also ich hatte auch schon ein paar Bisse hier auf dem Wurm, aber die knabbern dann immer ganz geschickt ab. Aber ja, ist halt so, ne? Ich zieh mir jetzt eine Jacke an, hier ist echt kalt. Ja, besonders warm ist heute auch nicht. So, Julian hat jetzt hier seinen Köderfisch mit seiner Einzelhakenmontage, die er immer verwendet, auch beim Zanderangeln und. Ja, jetzt soll es aber auf Pech gehen, ne? Genau, ich gehe immer vorne, also hat ja jeder so seine eigene Taktik, aber ich gehe halt beim Köderfisch eigentlich immer vorne hier rein, ziehe die Montage durch und dass der Haken entweder so schräg oder hoch steht. Also ich habe halt super gute Erfahrungen damit. Also weil der Haken sitzt halt hier in dieser Platte richtig fest. Und hinten nochmal eine Schlaufe drin, genau, ne? Genau, hinten eine Schlaufe drin, das sollte eigentlich gehen. Und ja, dann einfach nur mit einer ganz normalen Grundbleimontage. Kann ich mal gucken. Genau, ich nehme immer diese Anti-Tangle-Wounds hier, die so eine krasse Farbe haben. Am Anfang dachte ich, die wären so ein bisschen abschreckend, aber ich habe bis jetzt immer irgendwie, konnte ich damit fangen. Also die Fische hat das nie gestört. Und ja, mal gucken, ob das auf Hecht auch so ist. Ich will es mal probieren. So. Ich werde ihn hier relativ nah ans Ufer legen. Hier ist so eine Schilfkante. Und das Ufer fällt relativ steil ab. Und ich werde ihn so parallel hier an der Uferkante und dann so 2-3 Meter vom Ufer weg an diese Kante ranlegen. Gucken. Hoffe ich, dass das klappt. Also auf Köderfisch haben wir, glaube ich, an der Aller noch nie was gefangen. Haben wir aber auch noch nie wirklich gemacht. Oder? Nee, ein, zwei Mal, aber da ging nichts. Genau, das haben wir, genau, als wir irgendwie noch nicht so lange geangelt haben, haben wir das hier mal probiert, ne? Hat sich entschneidert.
Du, dann hattest du hier gemütlich gemacht, Eddie. Ich bin richtig schön in meiner Höhle hier. Direkt die Route am Mann. Ja, so muss das sein. Also wenn Fiedern, dann richtig. Auto bis ans Ufer. Ja. Oh, kleine Laube. Hm. Haben wir heute noch nicht gehabt. Laubi. Petri zur Laube. Petri. Da geht man einmal weg vom Zelt. Es fängt gleich hardcore an zu regnen. Verdammt. Ja, jetzt ist es ganz angenehm hier. Richtiger Regenschauer. So Leute, man kann also an der Aller auch, oh, ich hoffe ihr hört was, es ist gerade harter Wind, doch was beim Spinnenfischen auffangen. Und der hat hier einen richtig harten Cut von dem Hecht, glaube ich. Also, ich bin zuversichtlich. Ich mache noch ein paar Würfe mit dem Spinner hier, damit habe ich gerade auch nicht gerechnet. Geil, nicht schlecht. So, das Wetter ist jetzt besser geworden. Wir haben jetzt das Zelt wieder abgebrochen und werden jetzt nochmal eine Runde hier auf und ab gehen, ein bisschen Spinnfischen. Und ja, hoffen wir, dass wir so noch vielleicht noch einen Raubfisch fangen können. Let's go! Sonne! Yeah! Oh oh! Ich bin zu klein für solche Freunde. Jani ist zu klein. So, ich habe da hinten einen geilen Spot gesehen. Und ihr wisst ja, wie das selber ist. Man muss immer ein bisschen kämpfen, um mal die guten Stellen zu kommen. Aber oft lohnt es sich dann. Kann man mal ein bisschen durchs Gebüsch kriechen. Das ist schon mal geil, aber da hinten ist noch geiler. So, ich habe mich heute noch nicht ganz so viel gemeldet. Das Wetter ist jetzt erfreulicherweise etwas besser geworden. Und die beiden haben ja schon gesagt, dass wir jetzt ein bisschen Spinnfischen gehen. Hat sich schon so ein bisschen verteilt. Und ja, mal sehen, was hier so geht. Es ist auf jeden Fall gut windig, aber immerhin ist der Regen jetzt weg. Also es ist gut aufgeklärt, weil vorhin war es richtig ungemütlich, weil es einfach mega doll geregnet hat. Aber jetzt macht das auch alles wieder ein bisschen mehr Spaß. Oh, eine Ricke. Oh ne, Schmalrehe. Da hast du guten Nachläufer gehabt.
Jana hat was. Ein Barsch, oder? Ui. Oh, ein schöner. Ja, der ist gar nicht so klein. Nochmal mein Kescher. Hebel den noch schnell raus. Ja. Ja, mit Vorfach und dann schnell. Oh. Tada! Mein erster. Ah. Allah Barsch. Allah. Schöner Allah Barsch. Oh ja. Sehr schön. Bei Sonnenschein. Ja, cool. Kaum kommt die Sonne raus, beißen die Barsche. Yes. Kirschi. Okay. Der hat eine coole Farbe irgendwie. Ja. Hast du ihn verloren, ja. Und wieder ab. Fail. Boah, jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag. Die waren schon wieder. Auch ein Barsch. Ja. Oh. Schön gesehen, wie er hinterhergelaufen ist. Geil. Aber die sind hier für alle in Ordnung, ne? Gar nicht mal so schlecht für die alle, ja. Also ich meine, ich habe ja auch schon mal einmal einen richtig großen gefangen. Also weil, weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwie 36 oder so war das größte hier. Boah, ey, wieder Zeckenparadies hoch 10. Oh, da ist aber viel Kraut, wa? Alter. Jetzt wieder Kleinfische dazu. Alter, übelst viele Barsche waren da gerade. Jana ist ganz hinten und kommt viel schneller, langsamer an den Hechterer. So, next spot. Ja, das Wetter ist mega gut geworden jetzt. Schade, dass morgen wieder die Arbeit ruft. Ja, sonst könnte man jetzt heute noch richtig lange angeln, weil vorhin war das Wetter echt so scheiße. Und jetzt scheint die Sonne, der Wind wird weniger und so. Ätzend manchmal. Mir will jetzt auf Ansage ein Hecht fahren. Genau, da bin ich jetzt mal gespannt. Erster Wurf, gleich ein Hecht, ne? Meterhecht auf jeden Fall. Na, Flore, glaubst du, er schafft es? Im ersten Wurf nicht. Ja, ich hab ja auch nicht den ersten Wurf. Ja, irgendwie doch. Oh, kleiner Barsch. Oh! Immerhin Fisch. Also. Ja, ich hab leider nicht weit genug geworfen. Ein sogenannter Streifenhecht. So, Florat. Endlich ein Hecht. Ein Hecht? Ja, Allah. Gehen wir hier runter, ne? Ja. Will ich besser gehen? Ja. Oh, der ist aber schön. Und drin. Petri. Aha. Mensch. Da hat das heute ja echt noch geklappt mit dem Hecht. Ich glaub das gerade nicht. Vor allem haben wir es gerade noch gesagt. Ich habe gerade noch so gesagt, das Drachkovic muss nur mal irgendwo in der Nähe von dem Hecht vorbeischwimmen, dann beißen sie schon drauf. Wahnsinn. Und? Nächster Wurf. Knaller. Boom. Erster Allerhecht? Mein erster Allerhecht. Oh. Aber ich habe bisher noch kein Glück gehabt auf Hecht. Na. Nice. Obwohl, wir sind ja auch nicht so oft jetzt hier angeln, ne? Hm. Deswegen. So, geil. Mein erster Allerhecht auf Drachkovic. Der ist noch untermaßig, deswegen lassen wir den jetzt schnell wieder zurück. Jo. Petri. Geil. Petri, danke.
Auf Wiedersehen. Ja, nice. Julian, wolltest du den nicht fangen eigentlich? Eigentlich habe ich das. Aber dann habe ich dir gesagt, ach, geh mal zu Florian, der hatte noch keinen. Ah, okay. Ja, gut. Na gut, auch fair. Floris Logik. Er sagt, im Prinzip habe ich mit einer Made ein Hecht gefangen. Im Prinzip schon. Ja. Von der Made zur Laube, von der Laube zum Hecht. Oder wie war das? Genau. Also sollten wir den Titel eigentlich nennen: Fange mit Made Hecht. Oder? Und jetzt kommt der. Was? Ich habe ja wirklich schon mal auf eine Made einen Hecht gefangen. Echt? Ja, beim Fiedern. Ah, okay. Und der hat die richtig gezielt vom Boden aufgenommen. Weil der hat mir vorher einmal das Vorfach abgedeckt. Und dann habe ich neu gemacht, ausgeworfen, dachte, das ist irgendwie ein Zufall gewesen. Habe ich den Hecht richtig auf Made gefangen. Okay. Geile Story. Der auch hier an dem Standort ein bisschen hinkriegt. Okay. Aber von Flora habe ich nicht. Julian hat keine Ahnung von der Flora. Von der Fauna schon, aber nicht von der Flora. Von Bäumen. Ja. Platsch. Da kommt der Flora auch. Hallo, guten Tag. Der Hechtfänger für heute. Und es sieht gut nach Regen aus schon wieder. Wir sind durch mit Angeln. Ja. Ja. Wir sind auch durch. Ja. Nee, war ja ganz schön heute noch. Ne? Also wir hatten uns ja überlegt, trotz scheiß Wetter loszugehen, Regen und Wind. Haben wir ja da erstmal ein bisschen gefiedert, ne? Mit Schirmen und so weiter. Und ja, dann ist das Wetter ja dann doch noch ganz gut geworden. Könnten wir noch ein bisschen Spinnfischen. Ich denke auch, jeder hat so seinen schönen Fisch gefangen. Mhm. Ja, war ein nicer Tag auf jeden Fall. Ja. Und es ist schön, dass Julian wieder da ist. Ja, endlich. Gut, ja. Ja, ist noch einiges geplant jetzt bei dir, Julian, ne? Oh ja, ich habe jetzt noch 3 Wochen frei, bevor mein Praktikum losgeht, hier in der Nähe. Das heißt, ich werde 3 Wochen durchangeln. Okay. Höchstwahrscheinlich. Dann werde ich einiges sehen. Also. Da kommt einiges. Richtig geiles Zeug. Richtig geil. Das ja, reicht jetzt. Tschüss. Geil. Ja. Also, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.